Joko, wir haben ein tolles Spiel vorbereitet, um so ein bisschen dein Bauchgefühl zu testen. Ja. Und vielleicht auch dein Bauchgefühl zu trainieren, damit die nächsten Investments noch ein bisschen erfolgreicher werden als die bisherigen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe Startup Edition von Viral oder Egal. Viral oder Egal. Und hier ist, er trägt keine Unterhose, Florentin Will! Hey, hallo Florentin. Hallo Jan, hallo. Das ist ja ein tolles Gerät, hallo, was du da... Wo ist sie? Hallo, hallo. Hallo, hast du da, wir, hallo, freundlich. Rück ein bisschen rüber, dann kann Florentin in die Mitte kommen. Sehr freundlich, freundlich, vielen Dank. Florentin, was ist das für ein... War das ein Segway ohne Halterung oder was ist das? Das ist was ganz Neues, ja. Das ist mein neues Startup. Könnt ihr investieren. Wahnsinn. Und schön, dass du heute keine Unterhose an hast. Hast du mir eben vorab verraten. Mit der Bitte, es nicht in der Sendung zu erzählen. Das ist richtig, ja, danke schön. Aber ich finde, es macht... Keine Unterhose unterstützt die Figur ein bisschen. Muss man tragen können. Ja, genug gelacht. Bin ich verwirrend. Jetzt kommen wir zu einem ernsten Spiel. Denn wir spielen Viral oder Egal. Okay. Das ist der Teil der Sendung, in der wir uns YouTube-Videos anschauen und ihr versucht zu erraten, wie viele Klicks sie haben. Mhm. Jeder gibt eine Schätzung ab und wer näher dran ist, kriegt einen Punkt. Bauchgefühl. Ganz Bauchgefühl. Okay. Ja, einfach mal Gespür für Erfolg oder nicht. Okay. Heißer Scheiß oder Jukebox oder Junkbox. Bin ich mal gespannt, Florentin. Wir fangen mit was Leichtem an. Bitte schön. Ist alles drin, was man braucht. Pizza, Katze. Das war's? Das war's. Pizza und Katze. Produziert ihr die selber? Nein. Nee, haben wir so gefunden. Cute, cute Kitten steals a slice of pizza. Okay. Kann ich es nochmal sehen? Kann ich es nochmal sehen? Ich muss nochmal in Zeit. Ist wirklich, ne? Können wir es nochmal sehen? Einfach aufs Timing achten. Aha. Das schafft sie es nicht. Und dann zack. Gut, dass es nochmal abspielen lässt. Ja. Gut, dass okay, es nochmal gesehen. Ich ein Gefühl. Ja, und wie viel? Klicks. 4.621.324. Oh, 4.621.324. Das ist eine gute Schimmer. 10 Millionen. 10 Millionen, wir schauen mal nach. Leider mal. 44 Aufrufe? Schade. Das geht an dich, Joko. Ich hab gewonnen. Nein, ja, du hast gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Gewonnen. Aber, du hast weniger aber trotzdem war dein Bauchgefühl 4 Millionen Klicks von der echten Joko von der Wirklichkeit Riecher. Entfernt. Das ist der Riecher. Da weißt du, wenn ich ehrlich antworten würde, wie es mit den Startups läuft. Wir haben eine riesige Idee. Wir haben eine riesige Idee. Ich habe ein Startup, wo eine süße Katze ein Pizzastück kauft. Ja, klaut. 4 Millionen Euro, 4 Millionen Euro. Hier, nimm 4 Millionen von mir. So, das war das nämlich gerade. Hast du gerade absichtlich meine Hand berührt oder war das? Ich dachte, das war ein kleiner Moment. Das ist daran, mein Freund. Es tut mir leid. Weil er keine Unterhose hat. Du bist aber, hast du eingecremt heute? Ich habe mir die Hände eingecremt. Ich wusste, dass wir uns noch sehen nach der Sendung. Okay, alles klar. Dann jetzt mal Hände auf dem Tisch. Zweites Video. Oh Gott. Ja. Ah, Final Countdown. Wer macht den Klaas-Gag? Mach du doch den Klaas-Gag. Ist das nicht die neue Band von Klaas? Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Oh. Die ganze Woche wieder. Vielen Dank. Danke. Au, 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 au. Kritisch. Ja, war sie. Nee, muss man, tolle Band von Klaas, Radio Dora heißt sie, der singt auch Radio Doria, singt auch Jan-Josef Liefers, glaube ich, mit in der Band. Ja. Super Band. Aber wie viele Klicks? Tja. Tja. Darf ich jetzt zuerst antworten? Ja, das ist doch genau so. 350.000. 350.000? 280.000. Weniger, okay. Joko unterbietet und wir sehen, wer recht hat. Bitte schön. Wahrscheinlich jetzt. Ja! Yes! Nein! Ah, ich wollte also, Jan, Ausgleich! Bravo! Yes! Sehr gut! Yes! Hier, mein Bauch. Es bleibt spannend. Mein Bauch. Es bleibt spannend. Die Nase. Die Nase. Ich hab da ein Näschen für. Es könnte zu einer schnellen Entscheidung kommen. Das nächste, oder eigentlich nicht. Wie ist das dann schon? Vorbei das Spiel? Es gibt nur drei Videos? Nee, es gibt noch ein paar. Es gibt noch ein paar. Mal gucken, je nachdem, wer gewinnt. Drittes Video, bitte. Aha! Das war Manfred von Richthofen. Ja. Was ist? Muss ich jetzt anfangen, ne? Wie viele Klicks ist es wert? 6 Millionen. Sechs Millionen? Ja, ich würde sagen 8 Millionen.
Ah, dann sag ich 10 Millionen. Nee, Moment. Ich will nicht zuschlag. Schon, na? 6 also, oder 8? Du sagst 10 jetzt, oder was? Nein. Also, ah, ich weiß es nicht. Sag ich 6? 6, 8. Nee, Kinder, okay. So nicht. Erste Antwort geht. Ja. 6 oder 8, bitteschön. 6. Nein! Es ist der Böhmann! Nicht schlecht. Qualität setzt sich durch. Nicht schlecht. Wie viel machen wir? Machen wir Best of 5 oder geht es jetzt wie? Wir können Best of. Jetzt kommt. Ja, jetzt machen wir Best of. Jetzt machen wir Best of 5. Weil Best of 3 hätte ich ja schon verloren. Ja, ja, ich hätte jetzt gewonnen. Aber komm, noch, mach noch. Solange es spannend bleibt. Jetzt kommt ein Schmankerl. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Und bitte. Ja. Das war. Das war am 12. November. Du erinnerst dich vielleicht, 12. November 2015. Boah, was war das für eine Veranstaltung? Das war. Welche Veranstaltung war das? 12. November auf irgendwelcher Gala. So also, GQ Man Award of the Year, New Faces. Cornelius! L'Oreal Award von Lena Meyer-Landrut. Es waren, glaube ich, die Duftstars. Die Duftstars? Nein, das war der Bambi, glaube ich. Warst du mal bei einer Veranstaltung? Richtige Antwort! Nein! Ja, genau. Gibt's die Duftstars? Ja, sicher gibt's die Duftstars. Was sind denn die Duftstars? Da werden die besten Parfums. Hast du die? Du kennst solche, die Duftstars? Solche Anfragen Jango, werden einfach bei mir komplett vorher rausgefiltert. Die krieg ich gar nicht mehr mit. Wirklich nicht? Ja, was krieg ich nicht mit? Duftstars. Hast du denn ein Parfum, das man kaufen könnte? Nee, noch nicht. Nee? Einmal wollen auch Sie riechen wie Joko? Ich sag 4. Joko Chanel. So schlecht. Nicht so schlecht. Dankeschön. Du liest da nichts raus. Nee, das ist ja. Das Absurde ist, ne? Das Absurde ist tatsächlich, dass dieses, man entwickelt so einen Ehrgeiz, obwohl es total hirnrissig ist, so einen Ehrgeiz bei diesem Spiel zu haben. Aber glaubst du nicht, dass du mehr als 4 Klicks verdient hast? Nee, die Quelle war irgendwas famous.de oder so. Da denke ich mir da. Clickbait. Na, okay, 400, komm, 400. Sagt, 400. Ich würde sagen 80. 480? Also 80, nein, 80, nicht 84, sondern 80. Ja, ja. Wie viel Klicks ist ein Joko Winterscheid wert? Wir schauen nach. Wahrscheinlich war ich mit 4 gar nicht so schlecht. Immerhin! Ah, okay, immerhin. Das haben wir 6:14. 2-2, ne? 2-2. Dann entscheidet das letzte Video entscheidet. Das ist doch gerecht. Das letzte Video entscheidet. Haltet euch fest. Darf ich fragen, ob die dann da Werbung vorschalten für so ein Video? Ich habe keine Ahnung. Aber schon, ja. Letztes Video. Letztes Video. Oh, come on! Ja. Ach, oh, ich hasse Tintenfische. Das ist mega eklig. Mega eklig. Och, Leute, ehrlich. Oh. What? Ist das, habt ihr das absichtlich genommen, weil ihr wisst, dass ich das einfach. Das ist alles zufällig generiert. Ja, ja. Ich hasse. Aber das Video war doch bestimmt noch nicht zu Ende. Ich kann verraten, wie es ausgeht. Der Oktopus wurde tatsächlich verspeist. Ah. Im Laufe des Videos. Ihr seid solche Schweine. Und nicht von uns. Nein, das heißt. Achso, das war nicht hier bei euch. Da muss ich jetzt vorgeben, oder? Odoridon heißt das Video. Oh, das gucken sich bestimmt irgendwie so 2 Millionen Perverse an, würde ich schon sagen. Also 2 Millionen, würde ich sagen. 2 Millionen. 2 Millionen. Joko? 1 Million. Okay. Wir schauen nach. Krieg mal ganz kurz, was kriegt denn der Gewinner eigentlich? Der Gewinner kriegt. Glas. Glas. 10.000 Euro für das Startup. Der Gewinner kriegt Glas. Aber das Blöde, das wäre für mich ja total beschissen, weil ich habe ihn ja schon. Du wirst ihn los vielleicht. Also, das möchte ich habe jetzt die Schätzung vergessen, Entschuldigung. Eine Million. Eine Million und 2 Millionen, 1 Million war es, ne? ich war auf jeden Fall niedriger als Jan, ja. Bitteschön. Oh, 150.000. Somit gewinnt 3-2. Joko Winterscheid. Vielen, vielen Dank. Bitteschön. Gut Sport. Sehr gut. Gut Sport, gut Kick. Gut gemacht. Vielen Dank. Gut gemacht.